Hallöchen meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Emily und ich mache ein Auslandsjahr mit der Organisation Kulturwerke Deutschland. Heute zeige ich euch meine kleine To-Do-List, die ich in Amerika noch gerne abhaken möchte. Und zwar habe ich hier ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und die lese ich euch dann vor und stelle die auch ein bisschen vor, sodass es ein bisschen euch näher kommt, was ich genau damit meine, was ich dann gerne erleben möchte. Also ich befinde mich gerade in Texas, in der Nähe von Houston und es ist nicht so weit vom Strand entfernt und dann würde ich gerne mal an den Strand fahren und den Strand da besuchen, da ich leider ja nur unsere tolle Ost- und Nordsee kenne. Mein zweiter Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, macht, denke ich, jeder und will auch gefühlt jeder. Und zwar ein Footballspiel gucken. Ich finde ja schon allgemein so die Spielfelder total cool. Ich würde liebend gerne ein Footballspiel ansehen, wie die so spielen mit dem Cheerleading. Ist mir egal wo, ob es eine große Halle ist oder ob es so schulisch ist und so. Ich möchte einfach ein Footballspiel gucken. Und ja, als nächstes denke ich, will auch jeder, gefühlt jedes Mädchen, den Auslandsjahr macht. Und zwar den Prom erleben. Ich würde so gerne auf den Prom gehen. So schick anziehen, nach dem Prom fragen und keine Ahnung, Spaß haben. Das ist so mein kleiner Amerika-Traum. In Zeiten Corona weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Aber Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich mal sagen. Jetzt ein etwas kleinerer Punkt, würde ich mal sagen. Also ich weiß, dass ich das noch machen werde, wenn die Schule für mich anfängt, würde ich unbedingt gerne mit dem gelben Bus fahren, weil das so dieses typische amerikanische halt ist, diese Schulbusse, weil man im Film das immer so sieht. Keine Ahnung, wie sowas funktioniert, deswegen würde ich so unbedingt gerne Erfahrungen da drin ein bisschen sammeln. Ich habe jetzt auch noch so einen Punkt und zwar Halloween. Klar, in Deutschland wird auch Halloween gefeiert, aber ich weiß, dass in Amerika Halloween ganz anders gefeiert wird. Dass es halt hier ein bisschen extremer wird, ein bisschen festlicher als in Deutschland, weil in Deutschland sind das eher so die kleinen Kinder und ich möchte gerne hier einfach so einen richtig coolen Halloween-Abend einfach miterleben. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie meine Gastfamilie das so ein bisschen macht. Die meinten auch, dass sich hier die kleinen Kinder so kleine Geschenke geben. Nächster Punkt, dass ich den Black Friday hier miterlebe. Also wenn ich so im Fernsehen oder im Internet so sehe, wie das in Amerika also so eskaliert. Also in Deutschland ist es halt auch so, dass man halt wirklich alle gehen einkaufen und wollen die Rabatte haben. Aber ich denke mal, in Amerika ist es halt noch extremer. Also so sah es immer in den Videos aus. Deswegen möchte ich gerne den Black Friday halt hier miterleben. Also nicht, dass ich hier zu Hause sitze und ein bisschen gucke, okay, jetzt ist der Black Friday, ich erlebe den mit, sondern ich möchte gerne am Black Friday irgendwo hin, wo Leute einkaufen gehen, um es einfach nur mitzuerleben, wie die da irgendwie reinstürmen, wie die Angebote wirklich sind, ob ich so 70% weniger und jeder holt sich das und so, bin ich echt gespannt und ich würde das gerne so miterleben. Ich würde auch so unfassbar gerne eine Skyline sehen, Großstädte mit so Riesenhäusern, so Hochhäuser. Ich lebe zwar in einer wirklich sehr schönen kleinen Stadt, aber ich würde halt gerne so die verschiedensten Städte, die man hier in der Umgebung hat, gerne besuchen. Einfach mal vielleicht ein bisschen so reinschauen, ein bisschen rumgehen, welche Sehenswürdigkeiten die Städte haben. Kleines Ding, was ich gerne auch machen wollen würde. Das ist, denke ich, typisch für einen Teenager. Und ich denke auch, dass es jeder was machen möchte. Und wenn ihr irgendwie quieken hört im Hintergrund, das sind von meiner Host-Family die Hunde, die sind am Spielen und ja. Man hört es. Jeder Teenager würde gerne einfach mal mit Freunden Sachen erleben. Also denke ich zumindest, weil ich würde so unfassbar gerne einfach die verschiedensten Sachen mit meinen Freunden erleben. Zum Beispiel irgendwo hinfahren, einfach picknicken oder irgendwas erleben. Also nicht nur dieses ganz normale Chillen und ein bisschen rumalbern, sondern wirklich was erleben mit den Freunden. Nicht ganz mit der Gastfamilie, sondern wirklich mit den Freunden was machen. Darauf hätte ich richtig Lust, weil das halt, wie gesagt, so eine Teenager-Gruppe dann ist, da wo dann jeder so irgendwie gleich ist und ja, halt einfach so ein bisschen das Teenie-Leben in Amerika ein bisschen
Leben. Ein ganz kleiner Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar, die Amerikaner, also das habe ich gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, kennen ja Pancakes. Und Pfannkuchen wäre bei uns ja als Übersetzung Pancakes. Nur wir kennen natürlich Pancakes und Pfannkuchen. Und ich würde so gerne für meine Gastfamilie Pfannkuchen machen, weil ich denke mal nicht, dass sie wirklich Pfannkuchen kennen. Aber wie gesagt, die kennen halt wirklich so Pancakes, die ein bisschen dicker Pfannkuchen, so die dünnen, die man dann halt wirklich voll bestreichen kann. Oder Crepes. Das würde ich gerne hier einmal für meine Hausfamilie machen. Das ist auch so ein kleiner Punkt, den ich gerne abhaken möchte, weil ich denke auch, dass sie sich darüber freuen würden. Und es eine sehr nette Geste vielleicht von mir ist. Und einer meiner letzten Punkte ist, dass ich unbedingt shoppen gehen würde. Aber nicht so ganz normal shoppen gehen, sondern so in so großen Läden, wie ich auch schon selber mitbekommen habe. Diese Läden sind extrem riesig und du hast so eine Auswahl. Und ich würde gerne halt dann so ein paar Sachen shoppen, damit ich etwas für Deutschland noch habe. Also von Amerika für Deutschland und vielleicht auch für meine Familie, da man ja eine sehr große Auswahl hat. So, das war meine To-Do-List in Amerika. Ich hoffe, ich kann euch vielleicht so ein paar Inspirationen geben, was man vielleicht auch in Amerika machen könnte, worauf ihr dann vielleicht doch so ein bisschen Lust habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Und solltet ihr noch mehr solche Videos sehen wollen, dann guckt einfach auf dem Kanal von Kulturwerke Deutschland. Und solltet ihr keine neuen Videos verpassen wollen, dann abonniert doch den Kanal Kulturwerke Deutschland. Und ja, schönen Tag euch noch.